Willkommen zu einem weiteren Hardware-Lux-Video von der Computex 2018. Wir sind hier bei Synology und wie man im Hintergrund schon sehen kann, es geht natürlich zum einen um Server und zum anderen um NAS und um auch bestimmte Mixturen davon. Wir haben ja bald eine Flashstation bei uns im Einsatz und eine zweite, um das Ganze zu spiegeln. Da werden wir euch viel noch darüber erzählen im nächsten halben Jahr, wie wir dieses High-End-Gerät nutzen. Und ja, die Consumer-Geräte und diverse andere Sachen von der Computex stellen wir euch jetzt in diesem Video vor. Wir wollen mit der Hardware anfangen und hinter mir seht ihr die DS1618 Plus. Die werden wir auch in Kürze für euch im Test haben. Die ist nämlich im April vorgestellt worden. Und ja, das System befindet sich schon bei uns im Labor. Einen kleinen Einblick kann ich euch ja mal geben. Es ist im Endeffekt ein Atomprozessor drin, 4 Gigabit Switches sozusagen. Hier kann man auch ein 10 Gigabit einbauen. USB und so weiter, alles, was man braucht. Und die Einheit lässt sich auch erweitern. Das heißt, man muss nicht nur unbedingt mit diesen 6 Einschüben und 4 GB RAM bleiben, sondern man kann das bis 32 GB upgraden und eine Erweiterungsunit auch nutzen, die 16 Drives dann euch bietet. Das heißt, das ist sozusagen das High-End-Gerät für Small- und Homeoffice. Wir gehen mal weiter zum nächsten Modell. Das ist sozusagen ein Update von der 1618, die 2419. Das heißt, wir sind da schon ein Jahr weiter. Das wird also im Laufe dieses Jahres dann erscheinen. Lässt sich erweitern bis 24 Drives, auch bis 32 GB. Der Prozessor ist das gleiche. Und auch auf der Rückseite sieht man viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, auch hier haben wir im Endeffekt die 4 Anschlüsse. Und ja, eine Besonderheit ist noch bei den Synology-Systemen, da habe ich vorhin gesehen, das hat man hier drin versteckt, das ist diese Cache-Karte. Da sind 2 NVMe-SSDs drauf und die lässt sich hier natürlich auch einbauen, um dann im Endeffekt das System noch durch Flash zu beschleunigen. Dann kommen wir zu den kleineren Modellen. Hier haben wir die 1019 Plus. Die 1019 Plus ist der Nachfolger von der 918 Plus. Das heißt im Endeffekt, das Modell, was wir gerade gestern auf der European Hardware Association auf der Awardverleihung ausgezeichnet haben, bekommt bald einen Nachfolger. Das ist bislang das Topmodell gewesen, wo alle Redakteure gesagt haben, ja, bester Trade-off of Performance und Features. Und ja, im Endeffekt 5 Drives lassen sich natürlich auch erweitern. Hier hinten haben wir 2 Gigabit Einschübe. Und ja, ansonsten wirklich alles, was das Herz eines NAS-Users braucht. Es gibt eine Erweiterungseinheit bis zu 10 Drives. Und ich sehe hier gerade 8 GB lässt sich upgraden, das reicht natürlich auch vollkommen aus. Und innen drin ist auch ein optionaler NVMe-Slot, um das Ganze dann mit einem Cache noch zu beschleunigen. Ja, und dann gibt es hier sozusagen eine Mini-Version unserer Flashstation. Das heißt, es ist ein 2,5 Zoll NAS, da kann man zum Beispiel 4 Festplatten einbauen und 2 2,5 Zoll SSDs, um das Ganze auch mit einem Cache zu beschleunigen. Sehr kompakte Bauart, aber ein toller Celeron-Prozessor drin, das heißt, es ist ein sehr, sehr leistungsfähiges Gerät, 2 Gigabit LAN und auch 2 USB. Das heißt, wenn ihr nicht so viel Platz habt oder ihr wollt das wirklich kompakt auch öfter mitnehmen und transportabel halten, dann ist das wirklich eine gute Variante. Ja, soll auch bald auf den Markt kommen, das ist die DS619 in der Slim-Version. Ja, und dann kommen wir zu einem Nicht-NAS-Gerät, sondern zu dem Router-Update dieses Jahr. Synology hat ja vor ein paar Jahren angefangen, auch Router herzustellen und hat da natürlich das sozusagen das DSM, was ja wirklich von allen sehr einfach zu bedienen ist, was gut ist, auf den Router portiert. Und deshalb sind die Geräte auch sehr, sehr beliebt bei Anwendern, die das halt sehr gerne selber konfigurieren möchten alles. Das ist das Mesh-Update der MR2200AC. Das ist einer der ersten Geräte, die auch 80211 KVR-Support haben. Das heißt, wenn das Gerät das kann, wird automatisch sich mit dem besten Mesh-Gerät verbunden. Ansonsten ist das im Endeffekt zu kombinieren mit dem AC1900, den wir euch ja auch schon im Test vorgestellt haben. Das heißt, das ist im Endeffekt das Gerät dann, was euer Mesh zu Hause so aufbaut, dass ihr überall WLAN-Empfang haben könnt. Ja, und zu dem WLAN-Empfang wollen wir jetzt auch gleich kommen. Dafür gehen wir mal zu einer anderen Station. Ja, in Kürze wird es eine neue Backup-Möglichkeit auf den Synology-Produkten geben, nämlich Active Backup. Wer das schon kennt und nutzt, ist sozusagen möglich, über Active Backup PCs, Virtual Maschinen und viele andere Sachen sozusagen auf der Synology zu sichern. Und das geht sehr, sehr einfach.
Es gibt im Endeffekt, wie man das von Synology kennt, eine Oberfläche, wo man alles bedienen kann, wo man die verschiedenen Backups timen kann und feststellen kann, welche PCs physikalisch vorhandene Server, virtuelle Maschinen und so weiter dann auch gebackupt werden. Und das Schöne ist bei dem ganzen Service, das gibt es sozusagen nicht nur für Server und für eure PCs, sondern ihr könnt das auch verwenden für Office 365, da ist das auch möglich. Und da ist es halt auch möglich, dann im Endeffekt, da ist es auch möglich, einzelne Dateien im Endeffekt aus eurem Dateiensystem wieder zu holen, wenn ihr die sozusagen überschrieben habt. Dann lässt sich sozusagen über einen Zeitstrahl der Backup-Zeitpunkt wiederherstellen und dann die Datei, die ihr vielleicht vor 2 Wochen gerade gehabt habt, wieder aus dem Backup herstellen. Und das Gleiche geht interessanterweise auch über eine Oberfläche dann für einzelne E-Mails. Das heißt, wenn ihr mal eine E-Mail geschrieben habt, ihr habt die gelöscht in eurem Outlook, dann könnt ihr die entweder als Datei wiederholen oder direkt in eurem Outlook restoren. Und das geht im Endeffekt auch einfach über eine Oberfläche. Das Ganze kommt in 1-2 Wochen ungefähr dann halt auf den Markt, wird mit einem Update ausgerollt. 10 Lizenzen sind in der Standardversion immer schon mit dabei. Und das reicht natürlich für Small Offices super aus, um zum Beispiel eure Webseite und die kompletten Accounts von euren Mitarbeitern zu sichern. Was ganz interessant ist, man kann zum Beispiel von einem physischen Server ein Backup machen. Und wenn der nicht mehr läuft, dann könnte man dieses Restoren in eine VM, zum Beispiel von einer FlashStation, und dann in der VM laufen lassen. Da gibt es natürlich ein paar Fehlermeldungen aufgrund der anderen Hardware. Aber das ist sicherlich schneller wiederherzustellen und eure Webseite ist dann schneller wieder zum Laufen zu bringen, als wenn ihr anfangt, den Server zu reparieren. Insofern, coole Sache, 1 bis 2 Wochen. Und das werden wir uns in der Tat auch nochmal genauer angucken, weil wir das natürlich für unsere FlashStations nutzen werden. Hier sind wir bei der Mesh-Station und zwar haben wir einmal einen Router und dann hier hinter mir die zwei MR2200AC, die wir euch ja gerade vorgestellt haben. Und die Software hier vom Router zeigt ganz gut, dass die beiden Satelliten hier mit 5 GHz angebunden sind. Und es wird dann auch eine entsprechende Übertragungsrate immer gezeigt und angezeigt, wie viele Wi-Fi-Devices da sich tatsächlich gerade drauf verbunden haben. Das Ganze kann man auch per Software steuern. Das ist ganz lustig gemacht. Also da gibt es eine App für, wo man dann halt auch den Router sieht und die entsprechenden Mesh-Geräte und dann halt auch die Signalstärke da entsprechend überprüfen kann. Und neu ist auch das Guest-Netzwerk. Das ist ganz sehr schön gemacht, wirklich. Da gibt es hier zum Beispiel die Oberfläche, um das Ganze zu aktivieren. Und man kann auch ein Guest-Portal festlegen. Ich habe mich hier mal drauf verbunden auf diesem Telefon. Da ist es zum Beispiel ganz gut, wenn man einen Kaffee betreibt oder sowas. Dann kann man das Gastnetzwerk festlegen und dann hier sozusagen die Terms and Conditions einmal mit aufnehmen und sich dann tatsächlich auf dem Netzwerk erst verbinden. Das lässt sich hier customizen. Auf der Oberfläche ist also sehr einfach einzurichten. Braucht man keine Angst vor haben. Das geht sozusagen im Handumdrehen. Ja, wir sind im Surveillance-Bereich angekommen. Das ist der letzte Bereich, den wir euch vorstellen wollen, weil da hat Synology auch einiges Neues gemacht. Wir haben euch ja auch schon von Seagate mal die Skyhawk-Platten vorgestellt in Zusammenarbeit mit den Synology-Surveillance-Sachen. Und die Neuigkeit betrifft im Endeffekt, dass man an jedes Telefon mit einer App tatsächlich in eine Surveillance-Kamera verwandeln kann. Das heißt, wenn ihr noch ein Telefon rumfliegen habt, ihr braucht keine IP-Kamera kaufen, sondern das kann man jetzt mit so einer App machen. Das kann ich euch auch endlich mal unseren Kameramann Sven zeigen, der hier immer mitkommt und die ganzen Videos produziert. Das lässt sich noch auf den Gipfel im Endeffekt treiben. Man kann die Kamera nämlich auch dazu nutzen, Facebook Live zu machen. Das heißt, das geht auch. Ups, jetzt fällt sie mir runter. Facebook Live lässt sich sozusagen direkt hier aus den Synology-Anwendungen rausmachen. Und es gibt auch eine Timeless-Funktion. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, das kennt ihr vielleicht von, wenn große Häuser gebaut werden, gibt es eine Timelapse, wie das Ganze entsteht. Das ist auch eine neue Funktion. Das heißt, Timelapse wird jetzt von der Surveillance Station auch nativ unterstützt. Das heißt, es gibt eine coole Lösung irgendwie vom Smartphone jetzt über die normalen IP-Kameras bis hin das Ganze irgendwie auf YouTube gleich zu streamen, wenn man das möchte. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man dann auch die Surveillance-Kamera nutzt, wenn man einen eigenen YouTube-Kanal hat und dann einfach das Video gleich streamen will, braucht man keine große Software mehr dazu. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt hier noch sehr viel mehr zu sehen. Zeigen wir euch natürlich auch noch in einer News und in den kommenden Artikeln. Danke fürs Zuschauen.